Hallo ihr Lieben, ich habe heute nochmal einen Tag Urlaub und ich habe gerade den Vlog geschnitten und ärgere mich ein bisschen, denn es gab eine Szene mit meiner Mama und mir und da habe ich nicht auf den Aufnahmeknopf gedrückt. Ich habe dann im Nachhinein drauf gedrückt, wo ich quasi ausschalten wollte, habe ich dann die Kamera angemacht und dann sieht man alles auf dem Kopf für ein kurzes bisschen. Aber so diese Szene mit meiner Mama zusammen, die habe ich leider nicht aufgenommen. Und finde ich ein bisschen schade, weil wir so jetzt gar keine Szenen zusammen von ihrem Geburtstag haben, außer wo wir in der Küche hantiert haben. Aber ich konnte dann natürlich jetzt nicht so viel filmen, weil dann die ganzen Gäste da waren und na, da geht das dann halt nicht so. Aber ja, war trotzdem ein, oder was heißt trotzdem? Es war ein sehr schöner Tag und ein schöner Geburtstag. Und wir hatten auch richtig Glück mit dem Wetter, weil vorhin hat mich meine Mama angerufen und meinte, bei ihnen ist es spiegelglatt. Man kann kaum vor die Tür gehen und wenn dann nur so in ganz vorsichtigen Trippelschritten. Und gestern hatten wir ja echt Sonnenschein und es war echt, also es hat alles gepasst. Und bei uns heute ist es so ein bisschen nieselig. Ich wollte jetzt eigentlich die Babys hüpfen lassen, weil die ja gestern nicht hüpfen konnten. Außer also das bisschen, wo sie dann sich verselbstständigt haben. Aber ansonsten hatten die ja nicht groß Hüpfenszeit. Und jetzt dachte ich heute, gerade weil ich auch Urlaub habe, aber es nieselt. Naja, jetzt schaue ich mal. Ich habe heute eigentlich bis jetzt nichts weiter geplant. Habe jetzt den Vlog geschnitten. Jetzt werde ich mir was zum Mittagessen machen und dann halt ein bisschen Haushalt, das Übliche. So, zum Mittagessen gibt es heute was von dem Baguette, das meine Mama gestern gemacht hat. Da hat sie ja diese Häppchen gemacht. Und da ist noch eine Hälfte übrig geblieben von dem ganzen Baguette und das hat sie mir mitgegeben. Und zwar habe ich eine Scheibe mit Frischkäse bestrichen und dann noch zwei getrocknete Tomaten draufgelegt. Und die andere Seite ist mit Butter und dann habe ich Hirtenkäse, also Schafskäse mit Kräutern von Patros, auch mit getrockneten Tomaten. Und dann habe ich mir noch etwas Gurke aufgeschnitten, gesalzen, gepfeffert und Bio-Essigcreme drüber gegeben. Und das Baguette, das hat so lecker geschmeckt gestern, diese kleinen Häppchen, die sie gemacht hat. Das ist ein ganz besonderes Baguette und zwar hat sie da irgendwie Parmesan mit drunter gerührt. Und der Teig ist sowas von, ja, der war so schön weich und fluffig und das war so aromatisch, also es hat richtig gut geschmeckt. Na, ihr drei Grazien auf der Couch. Ich glaube, bei uns war es heute früh auch spiegelglatt. Also jetzt noch an einigen Stellen merke ich, dass es ganz schön glatt und rutschig ist. Und ich bin jetzt gerade an parkenden Autos vorbeigegangen und die waren so richtig voller Eiszapfen und richtig vereist teilweise. Da hatten wir gestern echt Glück, vor allen Dingen halt mit der Fahrt auch, dass die Straßen normal waren und nicht irgendwie spiegelglatt oder so. Also konnte man gut durchfahren, abgesehen von diesem LKW, den ich die überwiegende Strecke vor mir hatte. Und dann konnte ich auf der Landstraße nur so 60, 70 fahren. Und es gab keine Möglichkeit zu überholen. Und jetzt blinkt der Akku. Weil entweder kam Gegenverkehr oder es war Überholverbot oder die Strecke war uneinsichtig und deswegen, ja, dachte ich so, nein, das darf jetzt nicht wahr sein. Weil ich sollte eigentlich um 11 da sein und ja, dann war schon fast halb 12. Aber gut, Hauptsache man kommt sicher an. Aber ich habe echt mittlerweile richtig Spaß am Autofahren. Also ich bin ja schon immer gerne Auto gefahren. Aber halt jetzt auch, wenn ich alleine fahre, so Landstraße und da Musik hören. Ich finde das so entspannend. Und ja, also ich liebe das. Hätte ich nicht gedacht. Am Anfang hatte ich ja so Angst, alleine zu fahren und mir sind sowas von die Knie gezittert. Aber jetzt, also ich mag es sehr gerne. Zumindest so die gewohnte Strecke oder die Strecken, die ich halt immer fahre und die ich kenne. Ja, das macht schon wirklich Spaß. Und man ist halt auch viel flexibler, wenn ich mir vorstelle, früher, ne, ich hätte erst mit dem Rad zum Bahnhof fahren müssen, dann mit dem Zug
und dann hätte mich Stefan abholen müssen mit dem Auto vom Bahnhof und dann hätten wir nochmal fahren müssen. Also das hätte alles wesentlich länger gedauert und so ist man einfach viel flexibler und auch von den Zeiten her ist man flexibler, muss sich nicht nach irgendwelchen Busfahrplänen richten, sondern man kann fahren, wann man wie möchte und es macht echt Spaß. Das ist übrigens das Stirnband von Promood, was ich mir letzten Freitag im Black Friday Sale gekauft habe. Finde ich sehr schön. Vor allen Dingen, das ist so ein bisschen breiter, das heißt, es geht weiter nach oben hinweg und mit den Perlen finde ich es auch richtig schön. Habe ich echt schöne Schnäppchen gemacht. Gestern hatte ich ja den Rock an und den Pulli, den ich gekauft habe. Fand ich auch richtig schön. Qualität ist auch gut. Also da habe ich echt schöne Sachen gefunden. Hier an den Bäumen sieht man es auch. Die Eiszapfen. Na, wer steht denn da und möchte wieder rein? Hm? Ich bin am Überlegen, ob ich den Kleiderschrank hier an die Wand querstelle und das dann dafür hier an die Wand quer. Weniger aus optischen Gründen als aus praktischen Gründen. Know me. Take the time to dig deep underneath this red heat. We could really meet. Okay, so habe ich es jetzt gestellt. Also letzten Endes ist es nur der verzweifelte Versuch, dass dieser Schrank hier als Lärmschutz oder Dämpfer fungiert, weil hier ist direkt die Eingangstür und dann ist innen noch so eine zweite Tür und das buscht extrem und Tag und Nacht geht es ein und aus und ich höre das halt immer und wach davon dann auch immer auf und jetzt habe ich gedacht, vielleicht wenn ich den Schrank hier hinstelle, dass der dann so ein bisschen als Dämpfer fungiert. Aber wahrscheinlich ist es genau hier und hier. Aber ja, das war ja ein Versuch. Und ja, mal schauen. Also ich hoffe, dass es wenigstens ein bisschen was abhält. Aber ich weiß nicht, wo diese eine Verbindungstür ist. Die ist wahrscheinlich genau hier. Halt genau an meinem Kopfende und das ist halt ein bisschen sehr laut, weil irgendwie jeder nur mit den Türen knallt und diese eine innere Tür, die knallt auch extrem, also die ist sehr laut und man hört es halt permanent. Naja, auf jeden Fall sieht das jetzt so aus. Ich habe jetzt das Ding wieder als Nachttisch genommen, weil das ja jetzt hier steht und hier hinten in der Ecke habe ich jetzt noch die Softbox verstaut, weil die stand im Bad und da hatte ich auch keinen Platz und mein Stativ steht noch hier und es war schon wirklich extremst eng und ich war nur noch am Schieben. Ja, jetzt habe ich das mal hier hingestellt. Ja, mit der Schranktür ist es ein bisschen eng, aber das sind eh nur Handtücher drin. Also ich meine, das brauche ich jetzt nicht regelmäßig oder so wie Klamotten halt. Naja, man versucht sich irgendwie zu arrangieren und irgendwie das Beste zu machen. Und das war halt jetzt ein Versuch in der Hoffnung. Aber ich glaube echt, die Tür ist hier. Also hat es wahrscheinlich dann... Naja, also jetzt schaue ich einfach mal. Jetzt ist es halt so, jetzt ist hier vorne dadurch auch ein bisschen mehr Platz und ist es ein bisschen geräumiger. Und ja, man versucht, was man kann. Zeit fürs Abendessen. Habt ihr Hunger? Ja?
Ja, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Und wer kommt da? Da! Simba! Schau mal her! Ui! Ha, und ihr esst hier auf der Couch euer Abendessen. Wie süß! So, ich mache mir jetzt auch Abendessen. Ach herrje, jetzt habe ich Zimt und Pfeffer verwechselt und habe gerade Zimt in meine Tomatensoße gemacht. Na, das wird jetzt schmecken. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja die neue Entdeckung. Ist jetzt natürlich doof. So ihr Lieben, wir sehen uns morgen wieder um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis morgen. Tschüss.